Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Insel. Wir sind jetzt am 9. Tag unseres Inselprojektes. Die Herausforderung quasi von Observon läuft derzeit recht gut. Kann man nicht anders sagen. So, ich habe hier jetzt zwei Felder angelegt für unsere Nahrungsproduktion, dass wir da jetzt wirklich in Zukunft etwas besser und mehr produzieren können. Dann brauchen wir unten die kleinen Felder nicht mehr, sondern haben oben dann gescheite Felder. Ach, was, nehmen wir da alles weg. So. Gut, dann haben wir jetzt 13 Samen. Ich glaube, im Haus habe ich noch in die Kiste gleich auch welche reingelegt. Könnten wir uns eigentlich auch mal oben eine Kiste machen? Wäre auch eine Überlegung. Dann braucht man nicht immer da runterrennen. Genau, zwei Stück haben wir noch. Rot können wir uns da noch machen. So, 15 Stück. Ah, ist mal ein Anfang. Dann überlege ich halt noch, wie wir da, eventuell können wir uns da noch irgendwie einen schönen Aufgang machen. Irgendwie so seitlich, dass wir da raufkommen. Gut, dann fangen wir mal an und legen mal, pflanzen mal die ersten Samen da oben. Und Bäume werde ich auch gleich wieder ein paar fällen. Wir brauchen eh Holz für die Verzierung, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Zeran hat es ja auch eh unter einer meiner letzten Folgen ja auch geschrieben, eben man kann sich ja die Insel ruhig schön auch einrichten, wenn man sowieso im Normalfall zeitlang ja oben ist. So, was wollte ich? Ah ja, genau. Blödsinn, was mache ich da? Wir brauchen Stickies. So, wo haben wir's? Können wir uns eigentlich gleich zwei machen. Wir werden eh noch öfter. Öfter Holz hacken gehen. Ah, da liegt ein Apfel. Das ist immer gut. Essen brauchen wir. Dadurch, dass wir die Bäume hier fällen, machen wir es auch ein bisschen lichter auf der Insel. Man kann sie dann wieder an anderer Stelle wieder neue Bäume pflanzen. Das ist ein großer. Ah, der ist noch ein bisschen höher. Ah ja, da ist noch ein Huhn. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Hühner sind. Sollten wir vielleicht bei Zeiten auch mal wieder schauen, ob wir die irgendwie einfangen können. Kleines Hühnergehege. So. Wie viel haben wir denn jetzt? 42. Den können wir eigentlich noch wegnehmen.
So. Dann können wir hier, hier schon wieder ein bisschen weitermachen. Hier mal an die Ecken auf jeden Fall wieder Fackeln platzieren. Wegnehmen. So. Ups, nee. So nicht, ne. Jetzt ziehen wir hier noch eine. Und dann hier noch. Können wir schon mal anfangen. Hier mit der Außenumrandung. Werkbank werden wir auch wieder mitnehmen. Vielleicht besser, wenn wir die woanders aufstellen. So, Schaufel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Der fast. Kann man dann eventuell hier auch noch verschönern, wobei ist ja jetzt nicht ganz so wichtig, aber hier auf jeden Fall Weg müsste man hier rauf machen. Zumindest mal, genau, dann kann man eigentlich hier schön rauf. Und hier dazwischen haben wir gesagt, machen wir auch Holz. Jeweils mittig noch eine Fackel machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ist die Mitte? Nein. 1, 2, 3, 4, da ist die Mitte, genau. Und die Felder hier, die Beleuchtung auch nochmal zu erhöhen. Dann können wir hier zumindest schon mal 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir hier auch eine Beleuchtung. Und genauso von der anderen Seite. Aber ich glaube, langsam wird's was. Wachsen tut's auch nicht so schlecht. Beziehungsweise wir hätten ja auch Knochen, wo wir etwas nachhelfen könnten, damit die Dinger schneller wachsen. Ja, wir machen ja so mit den Knochen, fangen wir eh nicht wirklich viel an, weil Hunde gibt es ja hier auf der Insel nicht wirklich. Das heißt, wir könnten zumindest mit einem Teil, ja, tun wir mal drei Knochen verwurschteln. Helfen ein bisschen nach beim Wachstum.
Jo, können wir gleich wieder abernten. Ah, 5 Stück haben wir rausgekriegt. Eigentlich auch, ist wieder Nacht, gute Stelle eigentlich, um die Folge zu beenden. Ich werde auch an der Stelle die Aufnahmesession beenden. Das ist jetzt quasi die dritte Folge oder der dritte Tag, den ich jetzt aufnehme wieder. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, was dann schon die 10. ist. Das heißt, wir sind dann zweistellig. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.